Der Wohnmobilstellplatz in Lignide-Barreus liegt direkt am Wasser, in dem kleinen Hafen. Ruhig, idyllisch. Leider kostet der Stellplatz, der bislang kostenlos war, seit 2015 Gebühren. Eine Ver- und Entsorgungsstation ist vorhanden und kostet extra. Für Information sorgen die Aushänge für Touristen in Französisch und Englisch. Neben einem Spielplatz für Kinder, findet man Picknicktische, um familiäre und freundschaftliche Bande zu pflegen. Der Ortskern ist in wenigen Minuten zu erreichen. Mit dem typischen Charme der Franzosen fühlt man sich hier gut aufgehoben. Gemütlich kann man vor den Cafés oder Restaurants in der Sonne sitzen. Freundliche Menschen, sympathische Ausstrahlung. Zu sehen gibt es neben dem schön gestalteten Stadtplatz die wunderschöne Kirche. Der gegenüber ist das Office de Tourisme. Im Frühling ist Lignide-Barreus sicher einen Besuch wert.